So, hallo, Servus und Grüße euch, herzlich willkommen zurück, Visage. Ich habe jetzt kurz nachgesehen, wir waren hier, wo ich gespeichert habe, in der letzten Folge nicht so verkehrt unterwegs. Und eigentlich sollte hier jetzt einiges geschehen. Mal nachsehen, mal gespannt sein, ob was geschieht. It's jammed. So, da können wir ja wechseln. Jo, jedenfalls, wir mussten oder hätten eigentlich nur den Spuren. Jetzt jammed. So, wir stecken fest. Den Kratzspuren rauf folgen müssen. Das heißt, wir waren hier nicht so verkehrt. Und jo, ab da. Blind. Die Frage, was wir jetzt tun müssen. Finden noch irgendwelche Schlüsseln oder so? Man weiß es nicht so genau. Immerhin ist es schön hell. Es beruhigt mich. Aber irgendetwas müssen wir. Ah, den Kasten haben wir noch nicht geöffnet. Hallo? Hm. Licht bleibt an. Candles can be placed here. Ja, ich will einfach mal ganz gemütlich aufs Klo gehen. Was quietscht denn da so? Ja, da ist aber auch nichts Besonderes. Das ist doof. Na, großartig. Na, großartig. Und jetzt? Und nun? Johnny Walker. Ja, können wir den konsumieren und so? Stop Examine. Ey! Licht, Licht. Wo war der Lichtschalter? Scheiße. Steht der jetzt wer? Bewegt sich doch was, oder? Ich mach das nicht auf. Ich seh so durch. Gut. Kann ich nicht abdrehen? Kann ich reingehen? Schade. Ich werfe das in die Badewanne, ne? Geht auch nicht. Ja, und jetzt? Jetzt Chat. Okay, sorry. Soll ich noch? Genau, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, wenn die voll ist. In welche Richtung soll ich denn laufen? In die? Licht, Licht. Hallo? Okay, wir haben wieder Licht. Ich mach das fertig. Und jetzt? Oh.
Wow. Ich kann noch nicht steuern. Ah, jetzt geht's. Lucy! Supper's ready! Come on up! Lucy! Okay, wir sind da jetzt in irgendeiner Erinnerung oder so. Eben, der hat den Vogel getötet. Okay, also sie hat den Vogel getötet und ihre Eltern meinen, also ihr Vater meinte jetzt, wir sollten einen Professional, also einen Psychiater, nehme ich mal an, besuchen. Okay, das Bild mit der Spritze. Also sie bekam keine Tabletten, sondern die bekam sogar Spritzen, weil sie in Gefahr war, laut den Ärzten. Lucy. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico, for fuck's sake. Don't you remember? Puh, einiges im Argen mit der guten Lucy. Scheinbar wurde ihre Behandlung auch nicht besser, also wurde es durch die Behandlung nicht besser, sondern auch irgendwie immer schlimmer mit ihr. Oh. Wow. Das erklärt aber noch immer nicht dieses sehr verstörende Intro von dem Spiel. Wow. Na dann. Mann, liegt da schon wer drinnen? Oder? Ist das nur eine Spiegelung? Ist das Eiswasser? Oder zumindest, naja, ich meine, es war rotblutig, aber das sieht auch aus wie Eis. Open that door now!
Alter! Yo! Early Access! Congratulations, we have completed all the main content from the Early Access. We can't wait to read your feedback. Also Feedback, ich werde keine schreiben, aber mündlich, eins der unheimlichsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Es ist Early Access, wir haben noch nicht alles gesehen. Press any key to wake up. Okay, da kommt noch was. Da kommt noch was. Vielleicht eine Abspann oder so. Thank you for playing the Early Access. Ja, gerne. Die Vollversion werden wir auf alle Fälle spielen. Auch wenn wir jetzt schon einen Teil davon kennen. Aber das Spiel, ich hab Gänsehaut. Und ich habe mich tatsächlich richtig gefürchtet, stellenweise weiterzulaufen. Naja, mal sehen. Press any key to wake up. Und es geht an dieser Stelle weiter. Safe Key! It's very ugly, egal, aber Safe Key. Oh cool, man kann tatsächlich weiterspielen. Oh man. Ihr Unterkiefer, hat sie sich den selbst rausgerissen oder war das dieses Wesen? Und eins verstehe ich nicht. Wir haben definitiv eine männliche Stimme gehabt. End of Lucy's Chapter, a gruesome end. Wir hatten, also dieses Keuchen, wie wir uns aus der Badewanne gewälzt haben, war männlich. Und dann haben wir Lucy hier stehen sehen, mit sich selbst und den Geistern beschäftigt oder ihren Dämonen. Und die Mutter natürlich hysterisch draußen vor der Tür. Und dann hatten wir auch eine männliche Stimme gehört. Also Vater und Mutter waren vor der Tür. Weil es hätte ja auch sein können, dass es so eine Missbrauchsscheiße war. Und der Vater halt mit Lucy im Badezimmer und so. Aber die waren beide vor der Tür. Also wer waren wir? Oh Gott. Können wir speichern? Wir können speichern. Wir machen das. Save Slot. Huhuhu. Ja, back. Resume. So, das Save, das müsste hier oben irgendwo gewesen sein. Da. Ja, hold to grab. Ich kann es nicht aufmachen. Wir haben doch jetzt aufgesperrt. Haben wir noch Tabletten? So viel zum Thema, der Wahnsinn ist vorbei. Da haben wir noch ein Feuerzeug. Your dynamic inventory is full. Okay, wir haben genug Feuerzeuge. Wir können da richtige Grillparty veranstalten. Wieso geht jetzt die Tür nicht auf? Ey! Das finde ich jetzt kacke. Achso, müssen wir vielleicht eines weglegen. Und wenn wir das mal storen. Oh, bitte. Wir brauchen eine Hand frei. Drop. Pick up. You found a strange notice. What does it mean? Room 302. Silent Hill lässt grüßen. Ist hier geil. Key Inventory. Scheiße, so. Zurück in den... Ich hoffe, sie erwischt uns jetzt nicht. Ich möchte... Wir haben den Key. Room 302. Gab's da noch einen Raum? Moment. Unten im Keller. In diesem Zimmer mit dem Fernsehgerät. So, ich speichere mal. Safe game. In dem Zimmer mit dem Fernsehgerät. Scheiße. Geh jetzt nicht aus.
Shit. In dem Zimmer mit dem Fernsehgerät, da gab es eine Tür und da hing so ein Raumzeichen draußen dran. Wo war denn das jetzt? Schaffen wir das auf die Schnelle? Nachsehen. Einfach laufen. Laufen macht glücklich. Besonders in dem Spiel. Das will ich jetzt... Keine Ahnung, wie lang es noch geht. Ich meine, das war schon der Abspann. Also ich glaube, das ist jetzt echt nur mehr so... Kleiner Fame. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Es ist einfach zu dunkel. Da. Nein. Da nicht. Aber da ist Licht. Wir gehen mal kurz Medikamenten schmeißen. Das will ich jetzt wissen. So. Can I store item? It's not... Leiter ist nearly empty. Ja, pass auf, dann droppt man den da mal. No need to keep it. Und nochmal Tabletten nachwerfen. Ist egal, wir haben oben gespeichert. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Machen wir mal, bis das ganze Hirn weg ist. Es hat schon was Eigenes. Die Symbolik. Wir werfen Tabletten, damit das Hirn verschwindet. So, wie ging's denn jetzt? Wo ging's denn? Das muss doch da irgendwo in der Nähe gewesen sein. War das da? Da! Und da war doch ein Raum und der war mit diesem Hotel-Dingsi. 302! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin nervös. Silent Hill, the room. Das ist das Apartment von Silent Hill. Wie geil. Und wir drehen gerade voll am Rad unten links. Und kann ich gehen? Nein, ich kann nicht gehen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh shit. Wir hätten das, glaube ich, nicht entdecken sollen. Scheiße. Gänsehaut. Alter! What the fuck? Aber da ist ja auch noch sowas. Schade, da kommen wir nicht rein. Early Access. Na gut, ich glaube, wir sind tatsächlich durch. Schmeißen gleich nochmal Tabletten ein. Das war ein geiles Easter Egg. Okay, Leute. Ich glaube, das war's. Jetzt. Wir haben auch nichts mehr Neues, es war auch schon das Ende. Room 302 haben wir jetzt auch gesehen, fand ich richtig geil. Wer es nicht kennt, Room 302 ist von Silent Hill und dieses Apartment war auch Silent Hill 4. Mit diesen Ketten vor der Tür und so weiter und so fort. Richtig geiles Easter Egg, Anspielung. Das Spiel an sich, selten ein so atmosphärisches Horrorspiel gespielt. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Das war richtig unheimlich und ich möchte die Vollversion unbedingt spielen, einfach um rauszufinden, was mit der armen Lucy tatsächlich passiert ist. Jo, na dann, wir sehen uns wieder, wenn die Vollversion draußen ist. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was. Ciao, baba.